Genau, ich glaube, die hingen nämlich hier irgendwo im Käfig drinne. Mann. Immer diese vermaledeiten Typen in ihren komischen, ja, Feldern. Wie unehrenhaft. Sowas bufft man für auf sich selbst und dann, ja, und hier nicht für die gesamte Gruppe. Oh. Huch. Geheadshottet. Hier hinten noch irgendwo ein Geheimnis? Nee, sowas gibt's hier leider nicht. Hatte ich ja schon mal angesprochen gehabt, gibt's erst ab, erst in Rhodos. In Rhodos gibt's sowas. Also in, wenn man dann in der Immortal Throne Welt sich befindet, dann gibt's da halt einen kleinen Geheimgang, den man aber nur beschreiten kann, wenn man Hades in Legendär schon ein paar Mal besiegt hat oder beim ersten Mal besiegen das Glück hatte, einen, ja, wie soll ich sagen, einen Schildkrötenschlüssel zu erhalten. Denn da gibt's, dieser Schildkrötenschlüssel wird benötigt, um in einen geheimen Raum zu gelangen, wo eine riesengroße Truhe steht, ja. Eine riesengroße Truhe, die ich so gerne mal in Legendär öffnen wollen würde, aber die Gegner, um diese Truhe zu öffnen, sind einfach zu heavy. Ich glaube, das ist einfach nur so aus Jux und Dallerei gesetzt worden und ich wette, in Legendär droppt dann eh nur ein Schreiben von wegen Respekt. So, wenn für die Leute, die jetzt denken, oh ja, ein geheimer Raum und so, ganz viel tolles episches Loot. Nee, nee, nee. Episches Loot ist es zwar, ja, aber wenn man in Legendär da reingeht, ist episches Loot natürlich auch nicht mehr so fetterer. So, und außerdem ist das eigentlich nur mehr oder weniger Style Equip. So, ich weiß jetzt gerade bloß nicht, ob wir da nach oben gehen müssen oder nach unten. Jetzt bin ich hier gerade wieder ein bisschen verwundert. Halt, Moment, hier ging es auch nochmal nach oben. Hallo? Ah, genau, das ist hier die zweite der drei Schwestern. Bitte, Naoyuns Zauber, Naoyuns Zauber ist gebrochen. Ach so, ach, das war ja die traurige Geschichte mit den drei Schwestern, die unsterblich sind, solange wie sie niemandem Leid zufügen. Und dann hat die eine aus Zorn eine Kreatur geschlagen gehabt und ja, aus Zorn hat sie eine Mücke erschlagen und dadurch musste sie jetzt, wurde ihre Unsterblichkeit aufgehoben und das Problem ist, sie wurde erst letztens von Monstern weggeschleppt. So. Ist natürlich geil, wenn man eh unsterblich ist, dass man halt, beziehungsweise unverwundbar ist und dann halt die Monster versuchen einen zu töten, ja, und dann halt die Klingen einfach nur wie stumpf wirken und man keinen Schaden erleidet. Ist natürlich eine, so eine coole Sache. Früher oder später müssen die Gegner einen dann laufen lassen, ne? Wobei Unsterblichkeit eh so eine Sache ist, ja? Möchte man denn echt unsterblich sein? Ich sehe es ja bei meinen Nachbarn, ja? Mir kommt das auch manchmal so vor, als ob die unsterblich sind, die ganzen Rentner. Das sind schon gefühlterweise... Wie lange lebe ich hier schon? 20 Jahre? Also... Sind seit gefühlten 20 Jahren schon Rentner, ja? Nee, sind sogar schon seit über 20 Jahren Rentner, ja. Brüsten sich damit auch immer mit diesem Titel, ja. Und fahren ungefähr 12 Mal im Jahr in Urlaub, ja. Wo man sich fragt, Alter, ich schaff's noch nicht mal einmal finanziell, wirklich in Urlaub zu fliegen, zu fahren oder sonst irgendwas, ja. Und die fahren 12 Mal. Und machen das wirklich Jahr für Jahr für Jahr für Jahr. Wo ich mich dann immer so frage, Alter, die sind aber wirklich unsterblich. Aber okay, die haben ja auch einen Sinn da drin, wa? Die sehen ja den Sinn. Wir gehen ja jetzt nur noch zur Arbeit, um zu sagen, ich krieg eh keine Rente mehr. Also somit ist es natürlich schon ziemlich berechtigt, ne? Warum sollten denn jetzt die Alten sterben? Das ist so eine Sache, ne? Die haben doch alles. Ihr soll erfüllt und das müssen wir jetzt erstmal schaffen, ne?
einen Krieg anzetteln. Ja, ja, ich weiß, das ist eine böse Wunde, sollte man nicht ansprechen. Konnten sie ja nichts dafür, ne? Huch. Komm hier. Was du willst, Junge? Ach, ich werde es erklären. Hunderte von Jahren. Was soll ich jetzt tun? Ja. Genau, was soll ich jetzt tun? Das ist jetzt die Frage. Jetzt muss ich bloß zu der Tusse wieder hingehen und sagen, ja, wir haben sie gefunden, ist alles in Ordnung und das ist dann alles so. Damit tutti frutti. So, ich glaube, ich werde das dann nochmal so, weil wir dann Zeit haben, legendär, werde ich mir dann nochmal alle Gesprächsoptionen dann nochmal so richtig schön zu Gemüte führen. Wenn ihr es wirklich wünscht. Ich glaube nicht, dass sich das dann irgendjemand noch wünschen wird. Von wegen, ey, Meltas, komm, mach dem ein Ende. Zeig uns, wie oft du dann schlussendlich stirbst. Gar kein Mal. Jetzt durch meine neue Festplatte ist das dann eh alles eigentlich wieder kompensiert. Bam! So. Mal gucken, wie lange die hält. Ich bin jetzt bloß gespannt. Da war ja noch eins. So. Wo es denn jetzt hier rausgeht? Das war doch hier dieser elendige, eklige Sumpf, der so undurchsichtig war. Da haben wir das Rebengewächs. Immer schön mitnehmen. Rebengewächs ist echt arg selten. Also wenn man das mit Raptor-Zähnen vergleicht, also da muss man auf alle Fälle noch ein paar Mal sich nachbücken nach dem Zeug hier. Ah ja, okay, hier ist dann gleich Schluss. Jetzt müssen wir bloß noch uns hier die Wegkante sichern. Ah. Bam! So, okay. Level up haben wir auch gleich. Dann können wir unser Meisterschützen-Skill noch weiter skillen. So, okay. La, 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 la. Boah. Schön. 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 So. Hätten wir. Okay, hier haben wir noch einen Knochenhaufen. Ja, wir müssen alle Pflanzen mitnehmen. Das ist alles Unkraut, bevor sich das hier noch weiter verbreitet. Ja, auch wenn es den Begriff Unkraut nicht wirklich in der Pflanzenwelt gibt, ne? Das muss man ja jetzt auch noch mal klugscheißrig, wie man ist, noch mal so reinwerfen. Unkraut gibt's nicht. Das liegt immer im Auge des Betrachters. Das, was zum Beispiel die Europäer als gewöhnliches Unkraut bezeichnen, ist für osteuropäische Menschen, ja, insbesondere Russland, Heilkräuter. Ja, also wenn man das wirklich mal so vergleicht, ne, also es gibt ja unter anderem hier sowas wie Brennnesseln, ja, das ist ja für den deutschen Strebergärtner ist das ja das größte Unkraut auf der Welt, ja, aber wenn man hier sich so eine alten Geschichte anhört, hier von wegen Hexe Baba Yaga und so, wenn man das noch kennt von früher, das ist natürlich dann halt schlechthin gesehen mit so einem Heilkraut, was man immer im Hause haben sollte. Ist ja auch richtig, ist ja auch richtig. Jede Pflanze hat ein Recht zu wachsen. Genauso wie jedes Lebewesen ein Recht zum Leben hat. Freunde, ja. Oh Gott, hier. Die aber nicht. Die versuchen uns anzugreifen und das ist, nee, die haben ihr Recht verwirkt. Das dürfen sie nicht. Auch wenn ich den gerade erschossen habe, bevor er uns angegriffen hat, ja. Vielleicht wollen die uns auch einfach nur anschütteln. Nee, der hat versucht, mich zu erstechen und deswegen, nee.
Jetzt wollte ich so schon hier wieder ein bisschen, ja, in Schutz nehmen und dann fallen sie mir so in den Rücken. Wollte ich gerade selber zugeben, dass ich hier total was Falsches tue, ja, aber nee, jetzt nicht mehr. Ja, okay. Hier hätten wir wieder eine Essenz vom Wohlstand des Drachenkönigs. Seine Geldbörse wurde da abgedruckt. Beziehungsweise sein letzter Kontoauszug. Mit seinem Seil. Komm, hier. Zack. Da nach oben geht's. Da ist dann der Brunnen. Und deswegen werden wir jetzt hier nochmal kurz aufs Feld gucken, ob wir hier noch was haben. Bestimmt, ja. Ja, genau. So, fertig. Jetzt kommen hier wieder zwei. Fertig. Fertig. Ich finde Seelenzittern vom Artefakt auch ziemlich nice, muss ich echt so sagen, durch diesen Lebenskraftschaden, der sofort auf die Lebenspunkte der Gegner angerechnet wird, sowie durch den Life Leech, den wir dadurch auch haben, finde ich das ziemlich nice. Leider haben wir jetzt nicht so einen hohen Lebenspool, dass man sagen kann, okay, dann kann man sich ja mal komplett wieder voll heilen, sollte man gerade mal gepennt haben. Ist natürlich jetzt... so ein zweischneidiges Schwert, ja, wenn man einen Schuss macht und dann wieder volles Leben hat, ist natürlich richtig fett, ja. Also das ist ja dann immer prozentual auf den Schaden gerechnet. Da wird ja nicht gesagt, dass man sich 4000 pro Treffer heilt, sondern dass man halt sich 8% von den zugefügten Schaden heilt. So, und deswegen ist das halt immer so... Was ist hier los? Habt ihr hier eingenistet oder was? Da ist es natürlich dann halt eine ziemlich krasse Angelegenheit. Aber man ist ja halt Glaskanone. Habe ich ja schon ein paar Mal gesagt gehabt, als Bogenschütze ist man halt eine Glaskanone, die darauf aufbaut, den Gegner zu töten, bevor er einen überhaupt wahrnimmt. Ist ja wirklich der Fall hier. Und bei den Stieren hat man es ja auch ziemlich gut gesehen. Hätten wir jetzt zwei Punkte mehr... Du kannst diese Tür nicht öffnen. Hä? Willst du mich jetzt verarschen oder was? Willst du mich jetzt verarschen oder was? Der Telkine will die Sichel benutzen, um festhalten, wenn er. Jetzt sag mir nicht, dass ich jetzt hier. Aber wo befinden wir uns gerade? Shashangan? Kann das sein? Ich habe doch mit dem Jade-Palast Hainia gesprochen, mit dem gelben Kaiser. Mann! So. Jetzt komme ich da nicht durch das Portal, durch die Tür durch. So, jetzt bin ich mal gespannt. Sagt der jetzt hier, ja, hier kommen wir durch. Der Wald der Ahnen. Na los! Na los! Öffne das Tor! Ihr kommt hier nicht vorbei. Na, okay, perfekt. Okay, jetzt war ich aber ziemlich verwundert, wieso das nicht ganz so aufgegangen ist, dieses Tor. Ist ja auch Wurst. Ist ja auch Wurst. Brauchen wir jetzt nicht mehr wissen. Liegt da uns das Ding. Wir kamen jetzt hier durch und das ist uns viel wichtiger. Jetzt gehen wir zu dem Berg Vuaso und dann sind wir mal gespannt, was dann der Telkien für uns bereithält, ja? Oh, Hallöchen, du hast ja noch was. Ich werde um eine... Siehst du? Ich habe dir gesagt, dass das kein... Das ist kein Zuckerschlecken gewesen. Ja, da mussten wir drei Pfeile für 14 Gegner einsetzen. Das ist ja auch... Das war ja kein Zuckerschlecken. Das war ja Arbeit war das ja schon fast. Pfeifrig. So,
hier kommen wir jetzt auch durch den Palast durch. Zum Glück ist dahinter auch gleich ein Brunnen gelegen und natürlich auch eine Waldstraße hier. Sehr schön, alles mit Bedacht. Okay, das ist natürlich hier nur so eine Art Trampelfahrt von den Monstern. Wohl alles von den Monstern angelegt hier. Das sind halt nicht so die Landschaftsgestalter. Deswegen ist das hier einfach alles so ein bisschen kreuz quer. So. Okay. Bei Nacht durch Wald und Stock und Stein. Oh ja. Boah, das erinnert mich hier gerade voll ein bisschen an Harry Potter. An die Einhornlichtung. Aus dem Film, ja. Was? Es gibt auch ein Buch zum Film? Ja, genau, das Buch zum Film. Wobei ich mir das auch mal antun muss. Dass ich gesehen habe, dass es. Es gibt ja einmal Der Hobbit, das Buch, die Grundfassung von J.J.R. Tolkien, ja. Aber ich glaube, es gibt mittlerweile sogar eine Fassung von Peter Jackson, von Peter Jacksons Film Der Hobbit, ja. Weil die Leute, die halt die Grundfassung kennen, die kennen ja auch unter anderem die Abweichung, die zum Teil auftreten. Ist jetzt nichts Weltbewegendes, aber das ist auch wieder sowas Typisches, amerikanisch, also somit ein bisschen actionhaltiger. Das ist richtig. So. Ist jetzt überhaupt gar nicht schlecht, das möchte ich nicht schlecht machen, den Film und so weiter und so fort, aber trotzdem. Man merkt halt, dass dort auch ziemlich viele, dass da auch Sachverhalte eingespielt werden, die gar nicht im Buch so dargelegt wurden oder die es überhaupt gab in dem, in der Grundfassung. Die es halt einfach nur spannender gemacht haben und deswegen, ich glaube, da gibt es mittlerweile sogar eine Fassung, also wirklich das Buch zum Film. Also nicht andersrum, ja. Der Film zum Buch, sondern wirklich das Buch zum Film. Ja, 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 ja. La, 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 la. So. Das Coole ist jetzt hier unter anderem, gleich müssten wir hier sogar schon auf unserem Schirm, auf unserem Radar, müssten wir eigentlich gleich das lilane Portalchen sehen. Das ist hier auch wieder so eine Angelegenheit, ein Steinwurf entfernt von der überhaupt größeren Stadt. Kriegen wir dann hier ein Portal zugesandt. So. Ich möchte jetzt noch zu viel verraten, ne? Auch wenn ich das schon ungefähr 12 Mal gesagt habe, was jetzt hier gleich unser Ablauf sein wird. Dass wir dann loswandern, einfach durchrushen, den Tolkien töten und die Verachtung von dem Titan dann so sehen werden, ja? Von Typhon, dem elendigen. Dass wir seinen Befreier getötet haben. Ach, hier ist noch so eine komische kleine Höhle. Ich dachte, das war jetzt hier schon die Höhle, aber nee, Wald der Ahnen. Also hier befindet sich anscheinend noch ein bisschen mehr. Okay. Bam! Boah, der wäre fast dran gewesen hier. Ach du Heilige, komm. La, 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 la. Ach verdammt, falscher Trank. Ich wollte eigentlich einen Mana-Trank trinken. Okay. Die machen eh nur betrunken. Wo ich den trotzdem gleich brauchen werde. Noch 10 Pfeile und dann ist vorbei.
Ja, oder? Okay, passt. Passt. Brauchen wir nichts weiter. So, blaue Gegenstände, keine. Keine blauen Gegenstände. Obwohl Türkisen mir eben mehr gefallen, weil es sind ja dann die Artefakte. Und vielleicht finden wir durch diese Artefakte auch dann irgendwann mal Schleier der ewigen Nacht. Ja, ihr wisst ja, wie ich darauf abfahre, auf Schleier der ewigen Nacht, weil das einfach mal prozentual unseren Schaden erhöhen würde. So, ich weiß jetzt nicht, was das für ein Leck war, aber der war ziemlich heftig. So. Wow. Jetzt können wir hier noch auf die Höhle rumwandern. Auf der Höhle ein bisschen rumstolzieren, wandern, kieken und so weiter und so fort. Sehen wir nicht große Sachen, sehen wir also nichts Großartiges. Jetzt gehen wir mal die untere Kante lieber ab, bevor wir jetzt hier wieder zu weit laufen. Also das Coole ist ja, das Coole ist wirklich, wenn man den Streuschuss wirklich gleich am Anfang mit levelt, da hat man eine vernünftige Nahkampfwaffe, ja, wenn man jetzt wirklich so umzingelt ist, so von irgendwelchen Typis. Was war das, verdammte Scheiße? Death Counter 2. Wenn man von irgendwelchen Typen umzingelt ist, dann kann man zumindest sehr nice die Gegner bezwingen. Auch im Nahkampf. Und auch dann. Man schießt ja sonst immer nur in eine Richtung, aber man besiegt dann trotzdem alle, welche rundum stehen, wenn man nur einen besiegt. Das ist natürlich eine sehr geile Angelegenheit, aber ich fand das jetzt hier gerade wieder ziemlich heftig, was da gerade geschehen ist. Und dieses Mal kann ich es auf niemanden schieben. Das ist natürlich eine sehr scheiß Angelegenheit. Also Freunde, Death Counter 2. Oder 3. Machen wir es jetzt mal richtig 3, ja, weil ich bin ja wirklich... Das eine Mal gestorben, ja, am Anfang, da wo ich dann schon über rumgeflucht hatte, weil mein PC geleckt hatte und ja, ich dann nicht mehr in das Spiel reinkam, geilerweise. Und dann aber die Monster mich angegriffen hatten, ich das gehört habe, aber pff, ich dann nicht mehr reinkam. So. Mann. Ja. Okay, das wäre natürlich auch ein bisschen zu fett dafür ein Let's Play, ne? Hier so Run durchzuziehen, ohne zu sterben. Natürlich könnte man dann sagen, okay, fünf Runs und dann, wenn man halt im Legendären ist, dann heißt das hier wirklich alles oder nichts. Kann man ja gucken. Ich bin ja durch gesamt Griechenland, Ägypten, bin ich ja ohne zu sterben durchgekommen. Ja? Also das kann man ja schon mal als Maßstab nehmen. Mal gucken, wie weit ich dann in dem epischen Modus bin. Weil episch ist natürlich dann halt auch noch eine Zacke schärfer. Also da muss man dann wirklich drauf achten, dass man ja halt durch diese geschwächten Resistenzen ziemlich anfällig ist auf irgendwelche, ja... kleinen Sachen wie Schnupfen oder Lungenentzündung. Nee, Spaß beiseite. Aber dass man halt wirklich anfälliger ist für diese ganzen ja, wie soll ich sagen, für Feuerzeug, für diese Feuersachen oder den ganzen anderen Mumpitz, der auf einen so zukommt. Oder Gift zum Beispiel oder Eis oder ja, was gibt's noch? Durchschlagschaden. Das wird ja alles dann viel zu heftig. Das kann man ja alles gar nicht mehr so wirklich dann fassen, ja. Und auch abwehren. Das geht ja alles dann einfach durch und frisst ja das Leben ratzefatze runter. Und wenn man da halt dementsprechend keinen großen Lebenspool hat oder keine großen Resistenzen aufweist, rüstungstechnisch her, dann ist man natürlich ziemlich in den Arsch gekniffen. Muss man echt so sagen. Da ist man echt ziemlich gearscht. Das ist natürlich dann immer diese Sache, ja, ob man das mit seiner Ausrüstung dann kompensieren kann oder ob man dann doch vielleicht ein paar Pünktchen investieren sollte in Lebenspunkte. Ja, das ist halt wirklich diese Sache, ob man das dann macht, sicherheitshalber, um dann halt den Death Counter ein bisschen runter zu drücken. Weil hier sehen wir ja auch gerade schon durch diesen Scheißmager. Hier, da... Das ist doch...
Käse ist das doch. Elendiger. Ungläubiger. Oh ja, hier. Erfahrungsschrei. Na bitte. So. Gehen wir hier gleich nochmal die untere Seite lang. Ich weiß gar nicht mehr, wie lang der Schrein, der weiter Ahn ging. Ich bin echt ziemlich verwundert, dass das doch noch so lang ging. Ach ja, Magier. Magier, die größte Scheiß unter der Sonne. Als Gegner. Natürlich, wenn man den auf seiner Seite weiß, ja, als Verbündeten, dann ist das natürlich auch eine ziemlich coole Angelegenheit. Erst recht, wenn man dann so jemanden hat, der den Magier richtig gut spielen kann. Stelle ich mir ziemlich nice vor. Erst recht hier so Elementarmagier, der Eis und Feuer und Blitze und Eiskugeln und sowas wirft. Hier genau wie den Scheiß da. Alter, wie oft setzt denn der diese Scheiße ein nochmal? Kann der die Kugeln instant einfach die ganze Zeit immer und immer wieder werfen? Das ist doch... Wenn ja, dann möchte ich, dann möchte ich auch mal so einen Waldläufer machen, ja? Ein Waldläufer, der die Kugeln die ganze Zeit wirft. Das ist doch Käse, ist das doch. Dann wirfst du halt die Kugel immer wieder gegen den Telkien, so lange bis der, dann ist er die ganze Zeit betäubt und dann kannst du halt, dann können die ganzen Ads, die man beschwören kann, können ja dann den Gegner die ganze Zeit reinschlagen. Ist natürlich ziemlich fair und ja. Wir kämpfen hier schon gegen 300 Millionen Monster, aber das ist ja richtig unfair. Hier, da ist wieder so ein Kackmagier! Alter! Elendiger. So. Da nach oben kommen wir nicht. So, wir müssen immer gleich gucken, wo ist der Magier? Wo ist der Magier? So. Gruppe mit Dragonern, Magier dabei? Wenn ja, dann ist er jetzt tot. Einöde des Vuaso. Okay, der Vuaso ist ein ziemlich großer Berg. Und ich glaube, da haben wir auch schon gerade den Höheneingang gesehen gehabt auf unserer Mini-Map, ja. Mini-Map. Oh ja. Huah, da ist wieder so ein scheiß elendiger Kacktyp von Magier. Ja, da bist du jetzt down, wa? Da hast du jetzt die Glotzen aufgehabt, ihr Elendiger. Schießen wir lieber nach Gefühl, ne? Also, als nach dem, was wir wirklich sehen. Jetzt schießen wir einfach schon mal voraus. Sehen wir einen Typen einfach mal reinballern. Einfach reinballern, bis sich nichts mehr regt und dann gehen wir gucken. Einfach präventionsmäßig 300 Pfeile reinballern in die Gruppe und dann gucken wir mal. Und danach werfen wir noch eine Granate hinterher und dann können wir mal gucken gehen. So, also hier gibt es nichts weiter und das ist ja auch das Portal, das allerletzte Portal in Orient. Können wir ja nochmal reingucken. Also ist ja jetzt hier nicht so die große Spannung, aber jetzt haben wir hier alle Portale, perfekt. Und ja, dann begeben wir uns auch gleich mal in die Höhle des Löwen. Beziehungsweise in die Höhle des Telkins. Zu der Sichel, die er entwendet hat, ja.